Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei einem Notebook den Arbeitsspeicher austauschen könnt. Wir fangen an. So, wir drehen einmal das Notebook um. Bauen erstmal den Akku aus. Genau, einmal den Akku raus. Dann haben wir hier einmal in unserem Fall ein Asus Notebook. Und hier könnt ihr in dem Fall mit zwei Schrauben die Abdeckung lösen. Das machen wir einmal. Genau, Schrauben sind ab, dann können wir einmal den Deckel abziehen. So, einmal öffnen. Wir nehmen uns diesmal den Arbeitsspeicher vor. WLAN-Karte hatte ich euch ja schon mal gezeigt. WLAN-Karte ist in dem Fall dieses Teil. Bei dem anderen Fall war es ein HP-Notebook. Hier ist es in dem Fall ein Asus-Notebook, aber die WLAN-Karte läuft genauso. Das heißt, die könnt ihr dann natürlich auch austauschen. Aber wir gehen jetzt erstmal den Arbeitsspeicher an. In dem Fall einmal den RAM lösen. Den einmal hier rausziehen. Und dann gucken wir mal kurz, was für einen Arbeitsspeicher er braucht. In dem Fall könnt ihr sehen, der hat aktuell 2 4 GB Regel drin, DDR3. Gerät ist auch noch ein bisschen älter, hat glaube ich den i7 zweite oder dritte Generation, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und in dem Fall dieses Modell. Und natürlich braucht ihr dann auch genau den gleichen, weil nicht jedes Notebook kann jede Taktzahl, Taktfrequenz oder ähnliches auswählen bzw. nutzen. Genau das in dem Fall, das gucken wir gleich beim anderen Riegel, weil man sieht schon einmal blau, einmal grün, also es sind schon 2 verschiedene. Dann schauen wir uns das mal kurz an. Der hier ist zum Beispiel ein Kingston-Riegel und der hat ja auch andere Beschriftungen obendrauf. Auf der Rückseite gar keine und hier, damit es auch mal scharf gestellt ist, Moment, da ist es scharf gestellt. Hat andere Beschriftungen drauf. Das muss man in dem Fall dann einfach über Google einfach eingeben. Optimalerweise einfach sein Modell und nach den Arbeitsspeicherregeln suchen. In dem Fall kann er hier maximal 8 GB RAM. Beziehungsweise 16 müsste man ausprobieren. Habe ich noch nicht ausprobiert. Theoretisch ja, praktisch kann die CPU das glaube ich nicht. Aber das müsst ihr dann in dem Fall einfach mal nachschauen. So, wenn ihr natürlich die Regel habt, dann einfach nehmen. Und wieder einstecken. Jetzt müssen wir noch hingucken. Dann gucken, dass die Laschen zugehen. Gleich machen wir nochmal mit dem oberen Riegel. Auch so nah wie möglich dran, dass hier diese Silber- oder die kupfernen Pins so wenig wie möglich rausgucken. Perfekt. Einmal wieder reingemacht. Und das wäre es in dem Fall gewesen mit dem Arbeitsspeicher. Jetzt kommt dann nochmal das Zusammenbauen, aber das muss ich euch in dem Fall dann nicht mehr zeigen. So, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch, wie ihr freut. Dankeschön.